wer repräsentiert eigentlich den deutschen Geist? Wer repräsentiert eigentlich den deutschen Geist? Den deutschen Geist. Wer repräsentiert eigentlich den deutschen Geist? Den deutschen Geist. Der Geist steht links. Der Geist steht links. Der Geist steht links. Der Geist steht links. Der Geist weht, wo er will, wie er will, wohin er will. Wann er will. Der Geist geht, wo er will, wann er will, wie's ihm beliebt. Wer repräsentiert eigentlich den deutschen Geist? Den deutschen Geist. Wer repräsentiert eigentlich den deutschen Geist? Den deutschen Geist. Wer repräsentiert eigentlich den deutschen Geist? Der Geist steht auf links, selbstverständlich. Der Geist steht auf links. Der Geist weht links, rechts, wo er will, wann er will, wohin er will. Der Geist steht, wo er will, wann er will, bis ihn beliebt. Die These, der Geist steht links, ist nichts anderes als die permanente Wiederholung einer Dummheit. Der Geist steht links, ist nichts anderes als meine Dummheit. Die These, der Geist steht links, dass alles, was links sei, Geist hat. Den deutschen Geist. Das können wir nicht, in der Form nicht mitmachen. Das wäre Sinn. Der Geist weht. Dreidimensional, vierdimensional, von oben nach unten, der nichts dagegen. Wann er will, wie es uns beliebt.